Wir sind wieder zurück zum Let's Play von Pixelmon. Und ja, ich habe mich mal wieder zu diesem Ort begeben, wo wir gestorben sind. Übrigens haben wir hier so komische Steine, die liegen auch hier hinterm Haus nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hinten hat man, glaube ich, auch nochmal. Ja, mein Lucky Block. Haha, komm, die machen wir, das sterbt man gleich. Nein. So, hier haben wir auch noch so einen komischen Stein. Aber wir haben auch nichts, um den irgendwie abzubauen. Macht er dann vielleicht... Da macht man kaputt. Ah, okay. So, und wir sehen übrigens, wir sind hier... endlich an einem neuen Gebiet angelangt und ich habe was vergessen. Wo ich auf so der Mitte der Reise war, ist mir eingefallen, wir brauchten doch Wolle. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Nacht überstehen. Wolle haben, glaube ich, Voltilams gespawnt, zumindest uns gegeben. Es ist so, wir möchten auf jeden Fall hier bleiben. Hier bleiben wir auch. Das ist ein guter Ort. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht irgendwo... Hier hinten ist auch nochmal ein Lucky Block. Irgendwo Voltilams sehen. Aber das wird nicht so sein. Gut, dann machen wir es erstmal so, dass wir jetzt erstmal nochmal hier uns einen Chunks mal... Quatsch, einen Chunk, einen Point machen. Und dann erstmal bleiben. Für eine Weile. Wir bauen uns hier auch eine Hütte hin und werden hier neue Pokémon fangen. Wir hoffen natürlich, dass hier auch neue Pokémon gibt. Hier sind wir natürlich gleich wieder an der Wasserlandschaft. Das ist natürlich schön. Da bieten sich neue Möglichkeiten an. Ansonsten ist das, ja, schon ein sehr recht schönes Gebiet hier. Hier haben wir irgendwie unten auch eine große Höhle, wie man sieht. Also, hier lässt sich's aushalten. So, wir machen jetzt erstmal hier unseren Spawnpoint. Nicht unseren Spawnpoint, unseren, es ist natürlich ärgerlich, dass das hier ist. Uns ist eigentlich nur wichtig, dass wir erstmal irgendwo unsere Pokémon noch wieder heilen können. So, da würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einen Point. Das ging am besten mit J und dann machen wir hier so. Und zwar machen wir jetzt hier einen Point, der nennt sich, macht man die Farbe so grünlich oder so. Safe Zone. So, speichern. Zeig ich mal her. Safe Zone, genau. Haben wir jetzt hier unsere Safe Zone. Und würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf den Weg uns hier mal... Das ist ein Baum. Ein Baum. So, wir können ja mal unseren Ibitak nochmal nehmen. Aber ich werde nicht auf ihn draufkommen. Hier hinten haben wir übrigens ein... Hinten haben wir auch eine Stadt. So. Wie wäre es, wenn wir unser Haus hier bauen? Hier so hin. Ist doch ein schöner Ort. Oder? Mir wäre es lieber, wenn wir das in Helden einfach erkunden. Aber ich glaube, hier hinten, das ist ja schon ein schöner Ort. Wir können es auch hier hinbauen, das Haus. Dass wir hier wie so ein bisschen Terraforming machen und dann genau hier so an der Klippe dran ein Haus haben. Und dann einfach Terraforming machen. Oder gleich wo in, ich sag mal, ein etwas niedrigeres Gebiet. Es ist ja nur, dass wir da auch wieder hinkommen. Das ist ja jetzt hier 43 Meter entfernt. Wir gucken mal. Wir müssen erstmal ein bisschen rumschauen. Aber wir fangen schon gleich an zu bauen. So, ich würde sagen, vielleicht sogar hier an diesem Strand hier. Muss man hier so unser Haus hinbauen. Würde ich erstmal sagen, dass wir in erster Linie erstmal eine Kiste bauen. Und zwar brauchen wir dafür einen Table. Dafür schmeißen wir erstmal die Melonen weg. Die tun wir auch gleich wieder hinlegen. Den bauen wir erstmal hier so hin. So, und dann bauen wir uns noch eine Kiste. Und dafür, dass wir gleich mehrere Sachen haben, bauen wir uns gleich zwei Kisten. Und stellen die mal hier so daneben. So, dann können wir unsere Melonen auch wieder aufnehmen.
Eisenbrust. Hatten wir doch eine Brustpanzer? Ne, wir haben... Warum hatten wir... Ach so, ja. Natürlich, wir sind ja gestorben. Haha. So, da schmeißen wir mal hier alles rein, was wir jetzt momentan nicht brauchen. Das bräuchten wir schon, das brauchen wir nicht. Die ganzen Beeren brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dieses Luxusbälle, die Kohle, der Ofen. Erstmal das ganze Zeug, was wir erstmal nicht brauchen, hier weg. So, Fackeln, Goldbarren, Eisenspitzhacken brauchen wir nicht. Die Fackeln können wir mal hier hin tun. Stein brauchen wir, ja, könnten wir nehmen. So mit zum Bauen für irgendwas. Die Äxte benutzen wir und das Eichenholz, da müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr farmen. Und Eisen würde ich gerne mal gleich noch ein paar mitnehmen. So, bauen wir uns nämlich jetzt gleich mal hier eine Was ist das? Das ist Erde, das ist Dreck. Das brauchen wir eigentlich nicht, weil wir da gleich genug viel bekommen. So, da werden die nächsten Folgen mal ein paar Baufolgen. Aber auch das muss mal sein. So. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier eine gerade Fläche. Dass wir erstmal irgendwo was bauen können. Natürlich jetzt hier im Dunkeln. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel für euch. Wenn nicht, muss ich das noch ein bisschen nachgenerieren, dass es ein bisschen heller wird. Ihr werdet davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Es wird einfach nur heller sein. So. Mal her mit den ganzen Gelumps hier. So, dann machen wir uns jetzt mal hier ein großzügiges Haus. Wollen ja auch ein bisschen länger jetzt hier bleiben. So, haben wir schon mal hier was großflächig abgeholzt. Dann können wir auch gleich mal hier das alles noch ein bisschen mit Sand auffüllen und mit Erde, wenn wir sie haben. So. Machen wir ein bisschen Terraforming. Ups, das war nicht gewollt. Bissel Terraforming. Das macht Spaß. So. Ein bisschen. Ja. Perfekt. Nein, wir müssen mal ein bisschen in die Tiefe reingehen. Machen wir hier am besten das. Hier, komm. Da möchte ich bitte hin. Ja, machen wir es mal am besten so. Sitzt zwar jetzt nicht ganz unten zu. Das soll uns aber nicht stören. Soll jetzt erstmal nur provisorisch sein. Verschönerung kommt danach. So. Ja komm, wenn wir immer hier sind. Ja, jetzt haben wir keine Erde mehr. Wir haben noch einen ganzen Stack voll. Machen wir es am besten mal bis ganz rüber noch. So, und so, und so. Ich hoffe, bei euch kommt im Übrigen Stardew Valley gut an. Ich weiß es gar nicht, ob das so gut ankommt. Aber, ja, was soll ich sagen? Also, mir macht Stardew Valley richtig viel Spaß. Es ist natürlich jetzt schon bei vielen tausend anderen YouTubern zu sehen, aber, ja. Was soll ich sagen? Irgendwas Neues, es ist schwer, noch irgendwie neue Spiele wirklich zu finden, ne? Oder zumindest Spiele, die noch kein Let's Player gemacht hat. Das ist immer ein bisschen schwer. Weil die meisten... Was ist das? Ach, Kristallohre, okay. Es ist immer schwer, aber ich versuche natürlich dann trotzdem immer noch Spiele zu finden, die so ein bisschen auf dem neuesten Stand sind. Ich meine, gut, ich habe auch sehr viele alte Spiele gemacht. Sehr, sehr, sehr viele alte Spiele. Da war zum Beispiel... Was hat man zum Beispiel als Beispiel? Ja, na, Simon Sorcerer's Fable. Ach, die Fable habe ich auch mal Let's Play. Dann war es Floyd gewesen. Hier das mit den Außerirdischen. Es waren schon ein paar dabei gewesen, die schon ziemlich alt sind. Aber ich habe auch immer dann nochmal versucht, ein paar neuere mit reinzunehmen. Terraria zum Beispiel hatten wir schon mit drin gehabt. Und auch so habe ich zum Beispiel auch nochmal vor, dass vielleicht dann irgendwann mal auch nochmal
ein komplett neues Spiel rauskommt. Also wenn zum Beispiel, ich sag mal, irgendein Spiel sage ich, okay, das gefällt mir. Zum Beispiel eine Reihe, die mich ja immer interessieren würde, wenn vielleicht mal doch Sacred sich entscheidet, nochmal einen neuen Teil rauszubringen, einen schönen Teil, dann würde ich natürlich der Erste sein, der sagt, hey, warum nicht? Lass uns das Let's Playen. Zumindest eben mal noch dokumentieren, spielen und bla bla bla. Wäre ich der Erste, der das auf jeden Fall sagen würde, wenn es um Sacred geht. Wenn sie natürlich mal wieder einen schönen Teil rausbringen. Der dritte Teil war ja jetzt nicht so gut gewesen. Zumindest war es, ich sag mal, was heißt nicht gut, aber es war nicht so mein Fall gewesen. Sagen wir es mal so. So. Da war es auch so gewesen, dass bei Sacred ist man einfach anderes gewohnt und die haben natürlich versucht, eben was Neues rauszubringen, auch sich mal an den neuen, an den komplett neuen Engines und Systemen und bla 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 und alles eben mal ein bisschen zu orientieren und mit dran zu halten. Nur das ging eben ein bisschen in die Hose, weil wir sind von, als jeder, der eben Sacred kennt, der ist eben was anderes gewohnt und würde auch gern wieder das Sacred so haben, wie es schon war. Also, dass man wirklich eben, sagen wir so, durch die Welt reist und dort eben Abenteuer erledigt, dass man Bossgegner besiegt und eben auch diese, ich sag mal, doch schon sehr schön gestalteten Rüstungen auch wieder finden kann, also die ganzen Setteile und sonstiges. Das war eben, ich sag mal, immer so der Reiz an Sacred gewesen und dann auch eben dieses sehr hohe Level. Man hatte ja wirklich da bis zu Level 206 hatte man seinen Spaß gehabt. Hi! Ich meine, ich freue mich, dass du hier bist, aber dass du in mein Haus rein kannst, das muss ich mir noch überlegen, gell? Guck mal, hier hinten ist ein Pokémon. Du willst doch ein Pokémon-Trainer werden. Guck mal, da hinten ist ein Pokémon, das kannst du fangen. Das ist, glaube ich, sogar in deinem Level. Ja, guck. Das kommt jetzt schon auf mich zu. Versuch du das mal bitte abzulenken, dass ich hier in Ruhe bauen kann. So, wir machen jetzt mal noch ein paar Bäume ab. So, dann machen wir dann hier schön großzügig dann unsere, unser Haus hin. Und da haben wir dann auch gleich in der Nähe haben wir dann unser Pokémon Center. Das werden wir aber dann wahrscheinlich gar nicht mal benutzen, weil wir dann hier natürlich unser Pokémon Center reinbauen mit. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich würde sagen, wir bauen mal, ich mache mal jetzt hier großflächig schon mal was raus. Ist das zu groß, das Haus? Ist das etwas zu groß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird etwas zu groß. So, oh, guck mal, da ist ein großer Kappador und ganz viele kleinen und die kommen alle hierher geschwommen. Gruselig. Sieht ja schon mal sehr großzügig aus. Da würde ich sogar sagen, machen wir hier einen Eingang hin und dann machen wir nämlich am besten... sind das jetzt genau... 1, 2, 3, 4. Du solltest das nicht kaputt machen. Schäme dich. 1, 2, 3, 4. Das haut genau hin. Da würde ich nämlich hier mal noch ein bisschen wie so einen Eingang machen. So ungefähr. Und dann machen wir den ganzen mal noch ein bisschen breiter. Weil ja dann hier eine Mauer hin muss und dann nochmal eins länger. So, genau. Und dann machen wir jetzt hier großflächig alles drinne kaputt. Einfach weil wir es können. Da oben liegt noch Holz. Das nehmen wir bitte mal noch mit. Weil wir brauchen jetzt alles Holz, was wir finden können. Ich würde sagen, wir machen einen Stein, einen Holzboden. Ich würde jetzt keinen Steinboden nehmen oder irgendwas Besonderes. Gut, wir könnten jetzt nochmal hinten zu den, das könnten wir auch machen. Wir nochmal hinten zu den Tropenwald gehen und uns da mal ein bisschen Tropenholz abschlagen und einfach ein Tropenholzhaus machen. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. So, wir werden jetzt in den nächsten Folgen mal ein bisschen noch hier, ich sag mal, arbeiten. Wir werden hier uns ein Haus bauen, um dann einfach, ich sag mal, dann wieder
groß durchstarten zu können. Wir müssen natürlich dann einfach mal in die Höhle gehen, dass wir wieder Eisen und sonstige Sachen erfarmen. Und vor allem auch Diamanten. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell. Gehen wir jetzt mal da hinten rein. Dann lassen wir das Eichenholz hier. Birkensetzling. Lassen wir hier ein bisschen großzügig alles da. So, gib mir mal die Äpfel. Die kann ich gleich essen. So, ansonsten, ja, da hinten sind, glaube ich, Maragoni-Bäume oder wie sie auch immer heißen hier. So, dann gehen wir mal ganz schnell hin. Wir können sie auch ganz einfach machen. Hahaha, wenn wir schon haben. Hui! Warum leckt es schon wieder so? Komm, du hast dir genug Zeit gehabt, hier einen Haufen Chunks zu laden. So, wir wollen eh nicht so weit. Und wir sollten uns mal umschauen, dass wir irgendwo mal noch, ja, was brauchen wir denn eigentlich? Ich glaube, Voltilamps war es gewesen, um Wolle zu bekommen. Ich habe hier aber kein einziges Voltilamm gesehen. So, zeig mal her. Das sind doch jetzt, das ist Tropenholz. Ja, das sieht schon gut aus. Da können wir unser Haus damit bauen. Da machen wir jetzt mal hier ganz viele Bäume ab. Das wird jetzt erstmal ein bisschen Anspruch nehmen. Vielleicht finden wir ja mal auf dem Weg. Melonen sehe ich auf jeden Fall. Wir sollten nicht alle Melonen nicht essen, sondern mal ein paar Melonen auch nur aufheben und anpflanzen. Ja, das ist ein Carpador. Boah, hier sind... Wahnsinn. Wir sind in einem Melonenparadies. Ich habe noch nie so viele Melonen auf einmal gesehen. Das ist ein Traum. So, haben wir einen Haufen Melonen. Jetzt haben wir... Boah, jetzt haben wir über 64 Stück. Ich will mehr. Ich will viel mehr Melonen. Ich möchte bitte an die 100 Melonen Samen. 100. Ja, wie auch immer. So, was haben wir? Wo ist jetzt hier das ganze Holz hin? Ist immer blöd, wenn der Baum sich so in 1000. Zumindest hier, wir holzen den ja mal komplett ab. Das ist, ich weiß gar nicht mal, wie der Mod heißt, aber auf jeden Fall, dass man eben den kompletten Baum abhackt. Wie es ja eigentlich auch in echt sein sollte. Aber da fliegen die natürlich immer überall hin. Ich muss dann immer hier rumremmeln. Muss die wieder einsammeln. So, wenn ich jetzt hier den Baum kaputt mache, geht da nur noch eine Seite kaputt oder alles? Das wäre natürlich jetzt mal gut zu wissen. Ah, ich weiß auch, warum der jetzt nicht ganz kaputt ist, weil unsere Axt kaputt gegangen ist. Deswegen ist der nicht ganz kaputt gegangen. Komm, dann nehmen wir mal... Was bist du? Ich weiß es nicht. Einfach besiegen. So, wir hatten jetzt hier gerade noch einen richtig großen Baum gehabt. Hähnchen haben wir bekommen. So, komm, dann nehmen wir mal den Baum. Der sieht ja ziemlich groß aus. Da werden wir uns auch lange dran rumhacken. Ewig werden wir hier dran rumhacken. Dafür gibt es aber auch hier ordentlich. Wow, wow, wow. Ich bin begeistert. Komm gleich in den nächsten Baum. Wir brauchen viel Holz. Viel, 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 viel Holz. Dass wir dann in der nächsten Folge anfangen können, hier zu bauen. So, hier ist doch nochmal ein so ein bisschen größerer Baum. Versuche ich mal die Anfangs... Das müsste der Anfang sein hier. Nein, das mache ich nicht. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir hier das abbauen. So. Wir holzen hier alles ab. Der Urwald muss weg. Übrigens, im Urwald spawnt Mew, habe ich festgestellt. Zumindest nicht festgestellt, dass ich ihn gesehen habe, sondern ich habe einfach mal auf der Seite ein bisschen rumgeschaut, wo man bestimmte Pokémon fangen kann. Und unter anderem war da auch ein Mew gewesen, was mich sehr interessiert hat. Und die spawnen laut,
Ich hoffe, den Baum kriegt man noch kaputt. Laut Wiki in Urwald mit einer Chance von 0,00, keine Ahnung wie viel Prozent, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr wenig. Also die Chance, dass wir irgendwann mal überhaupt einen Mew fangen werden, ist sehr gering. Ich weiß ja nicht, auf was die Spawnrate sich bezieht, dass da hier ein Umkreis von 1 Meter in der Chance von 0,01% einer spawnt. Also hier in so einer Fläche 0,001%, weil dann wäre es ja gar nicht so schlimm. Weil dann wäre die Chance ja umso höher, wenn man dann wirklich ein großflächiges Gebiet wäre, das wäre schon dann 20%. Ungefähr. Groß gerechnet. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Drachenei. Oh, ich bin begeistert. Haha, ich dachte schon, ich sterbe. So, wie viel Axt haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen Axt über. Und wir haben schon einiges an Tropenholz gesammelt. So, das ist ein Goldbart, den wollen wir nicht. So, ja genau, da haben wir dann schon genug Holz und da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann anfangen, unser Lager zu bauen. Was ist denn das da unten? Das ist ein Fleckmon, den wollen wir natürlich nicht. Ach, guck mal, hier sind noch ein paar Melonen. Warum nicht? Immer her damit. Ich glaube, da brauchen wir einfach nur durch den Urwald zu gehen, uns die ganzen Melonen mitzunehmen und schon haben wir auch genug Futter. So, wo müssen wir wieder hin? Tod. Safe Zone. Wir müssen einmal hier komplett rüber. Und geschwind. Einmal hier hinter gereist. Hier hinten haben wir übrigens auch einen Lavasee. So. Und bitte erst absetzen und dann unseren Ibitak wegnehmen. Was bist du? Goldini, kannst du bitte mal hier runtergehen? Ach, es ist einfach weggespawnt. Nein, das möchte ich bitte nicht. Ich möchte jetzt einfach mal unser Holz hier mal. Oh ja, da haben wir schon einiges. Da haben wir schon einiges. Also da können wir einiges anfangen mit. Ich würde jetzt sagen, wir bauen jetzt erstmal hier großflächig. Mach schon mal unseren Grundriss. Und den Rest machen wir dann alles in der nächsten Folge. Dass wir ungefähr so bei den 25 Minuten bleiben. Das ist, denke ich mal, eine gute Zeit. So. Ja. So. Ja, ich weiß, ich habe eins zu viel gebaut. Soll uns nicht stören. Und weiter geht's. Machen wir es am besten so. Ja. So nicht. So auch nicht. Was ist denn jetzt los? Wie baue ich denn? So. Das war's schon wieder. So. So. Wie viel haben wir jetzt noch hier? Na, noch ein bisschen. So, so. So, 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 so. So, haben wir einen schönen Maragoni-Holzboden. Jetzt machen wir mal hier noch den ganzen Quatsch hier weg. So, und dann müssen wir uns überlegen, wie wir weiterbauen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Cut in dieser Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir fangen alle Pokémon. Ja, alle Pokémon werden wir nicht fangen, das sage ich euch jetzt schon, aber wir werden uns versuchen, natürlich so viel wie möglich Pokémon zu fangen. So, hier wird unser Haus stehen. Das ist natürlich ein schönes Haus. Aber das sehen wir alles dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich viel Spaß und tschüssi.